Wir haben jetzt eine Katze. Und die sieht aus wie ein Stinktier. Und der. Wie heißt der Jet, ne? Nee, Zed. Der Zed, der mag doch keine Stinktiere. Hey, seht mal, ein Stinktier. Oh! Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Ja, sieht man ja, wie Wer sicher das sagt, ist. aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Ja, falsches Stinktier. Herzlichen Glückwunsch, Kätzchen! Du hast die Menschheit gerettet! Oder so ähnlich. Können wir das Ich mitnehmen? denke, das war genug Spaß mit der Katze. Gut, dann lassen wir die hier. Und jetzt können wir endlich nach unten. Meine Güte. Hat ja auch gedauert. Öffnen. Oh, so. Okay. Müll in Schachteln. Wahrscheinlich nur Winterkleidung. Sieht verlassen aus. Ah. Gelebte Freiheit. Zeitmaschinenüberreste. Okay. Und hier haben wir den Generator, der scheint noch intakt zu Das sein. ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Kann ich jetzt einfach den Hamster hier reinstellen? Ja, das hat ja nicht so gut funktioniert. Was soll denn das? Handschuhapparat. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Sehr Ich gut. kann nicht. Nee. Ich habe keine Zeit für Rache. Das kommt später. Okay. Das ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Fenster? Ich kann den Chrono John sehen. Okay, Radkappe. Interessant. Wie kriegen wir jetzt den Hamster da raus? Mit der Gabel. Das macht keinen Sinn. Naja. Mit einer Maus. Besser nicht. Mit einem Feuer. Hey, das ist kein Spielzeug. Tippex. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Das macht keinen Sinn. Okay. Wie kriegen wir die da jetzt raus? Kaugummi. Ach ja, stimmt. Hier übrigens. Ist wohl ein bisschen zu klein für Wir mich. müssen den Laborkittel ja immer noch ihm geben. Und zwar geht das jetzt hier? Ja, wir müssen hier erst. Wieso auch immer, wir müssen es hier erst auswählen. Ich verstehe selbst nicht, wieso. Ich habe hier was für dich, Jetzt funktioniert's. Mister. Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Frank O'Copter besonders. Später am Tag. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal, du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Okay, wir haben jetzt noch die Batterie. Und Jetzt! los! Ups. Welchen Teil des Wortes jetzt hast du nicht verstanden? genau. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und Großartig. du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Was? Ich glaube, ich möchte noch mal darüber nachdenken. Ich glaube, ich möchte noch mal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Ja, okay.
Was für ein Nörgler. Ja, okay, wir probieren das lieber nochmal. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ich hab genug nachgedacht. Sicher, warum nicht? Prächtig. Dann geh mal her. Wie werfe ich den jetzt, bitte? Ja. Ups. Ich bin auch echt zu blöd. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Soll ich denn... Ja. Ich hab's. Wunderbar. Okay, kann ich den irgendwie... Was soll ich denn machen? Drücken? Nee, ziehen, geben, nimm, benutze. Jetzt. Los! Alter! Ups. Ich glaube, ich bin manchmal echt zu blöd fürs Gameplay. Es ist einfach. Ich sage jetzt... Bla, bla, bla. So, ja, ich hab's. Ich hab's. Ich überspringe das gerade mal. Wunderbar. Soweit es geht. Ups. Ja. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst. So, ich glaube, ich schaff's irgendwann mal noch. Ich warte jetzt mal, bis er jetzt sagt. Und dann, was soll ich denn dann machen? Ich warte. Jetzt. Los. Ich hab doch jetzt. Ja, Spiel, bitte. Sieh mal, es ist ein. Ja, ich bin zu blöd dafür. Ich hab's. Wunderbar. Grandios. Ups. Ist der zu schwer mit der Batterie? Man weiß es nicht. Sieh mal. Aber ich kann die auch nicht entfernen, ich von hab's. Daher. Wunderbar. Müsste das doch einfach gehen. Jetzt. Ups. Ich drücke, wenn er jetzt sagt. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du sch... Ja. Ich hab's. Wunderbar. Ich glaube, ich tue hier immer irgendwas Falsches drücken und ich mache das jetzt auch nicht extra, ne? Ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ne? Jetzt. Alter, wirf den doch hoch. Oh. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Komprimiert. Ich schubse den Drachen. Wie schubse ich den? Wunderbar. Ja, Mann, ey. Drücke, ziehe, was? Jetzt. Ups. Okay, ich glaube, ich habe das Prinzip noch nicht verstanden. Sieh mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Comprenez-vous? Ich überleg's mir nochmal. Ich möchte nochmal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Mach ich irgendwas? Was für ein Nörgler. Mach ich irgendwas falsch oder wieso fliegt? Nein, ich wollte da nicht hin. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ich wollte nochmal gerade auf Laverne wechseln. Ich troll mich lieber noch ein bisschen rum. Sicher, nee, wir probieren es nochmal. Nicht? Prächtig. Prächtig, prächtig. Vollknorke. Ich denn... Ups. Schau, benutze, nimm, öffne, schließe, gib, ziehe. Ich hab's. Wunderbar. Was soll ich denn hier auswählen? Ich fühle mich heute irgendwie ein bisschen blöd. Jetzt. Ups. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Oh. Das ist echt frustrierend. So, ich überleg's mir nochmal. Ich möchte nochmal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Okay. Was für ein Nörgler. So, dann steht immer noch die Frage offen, wie wir jetzt den Hamster da rauskriegen. Das ist der gleiche Generator wie in Dr. Freds Labor. Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Das war nicht schlecht, ne? Zeitmaschine, Überreste. Wie kriege ich den Hamster da runter und... Bah, Mann, ey.
immer diese Fragen. Ich gehe nochmal kurz nach unten. Und ich frage mich jetzt echt, wie ich das schaffe. Ich habe hier noch Kaffee, ja, mit dem Kaffee kann ich sowieso nichts mehr machen. Skalpell wahrscheinlich auch nicht. Wie kriege ich es denn hin, dass... Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ja. Sicher, warum nicht? Prächtig. Grandios. Was soll ich denn benutze? Jetzt. Ups. Ey, ich werde da gerade nicht schlau draus. Ich glaube, ich muss auch mal unterbrechen. Es tut mir leid. Es war ein langer Tag für mich. Ich hab's. Ist er jetzt zu schwer mit dem Gerät oder wieso will der nicht fliegen? Ich verstehe das nicht. Es gibt hier einmal G-Tasche, G-Drache. Das klicke ich einfach an. Nee, da werde ich echt nicht schlau draus. Sieh mal, es ist einfach. Ja, ich bin zu blöd. Ich glaube, ich möchte nochmal darüber nachdenken. Ich warte hier, bis du fertig bist. Okay, ich probiere nochmal kurz rum. Wir sehen uns gleich wieder. Ich fühle mich ein bisschen blöd. Was für ein Nörgler. Ja, ja, so ein Blödmann. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück nach dem Cut mit ihrem sehr verpeilten Raffi. Und zwar gehen wir mal wieder zum guten Benjamin Franklin. Ja, klar. Sicher, warum nicht? Prächtig. So, und ich muss hier anscheinend nur, wenn ich mich nicht irre... Ja? Jetzt! So, komm! Ja, na endlich! Yippie! Meine Güte, ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich. Ui. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Später. Na, das war interessant. Jau, kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Sehr gut. Okay, wir nehmen jetzt die aufgeladene Batterie mit. Oh, na endlich, meine Güte. Ja, habe ich mich eben mal wieder blöd angestellt, ne? Passiert mir natürlich nur ganz selten. So gut wie nie. Hust, hust. Okay. Wir haben jetzt die Batterie. Oh, na endlich. Jawohl. Boah. Er läuft. Und jetzt. Ach, warte, wir müssen... Genau. Wir schicken jetzt erstmal die... Habe ich die überhaupt hier dabei? Ja. Den Staubsaugerzettel zu Hoagie. Ich benutze das Chrono John. So. Und haben jetzt bei Hoagie endlich diesen Zettel und gehen jetzt, Moment, wieder ins Gasthaus rein, in die Maniac Mansion. So, und zwar gehen wir da jetzt rein und wir haben hier doch eine kleine Box in der Main Hall. Genau, da legen wir jetzt einfach mal den Zettel rein. Weil wir konnten ja Vorschläge einbringen. So. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Oh. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh,